Dieses Video wurde gesponsert von unserer linksversifften Bundesregierung, die unter unmenschlicher Führung Angela Merkels alles daran setzt, Deutschland und Europa zu ruinieren. Diesen Untergang möchte Frau Merkel unbedingt herbeiführen, weil... kein Plan. Ich will auf jeden Fall nicht, dass wegen der Scheißflüchtlinge mein Hartz IV nochmal gekürzt wird, weil Sky-Bundesliga doch so verdammt teuer ist. Entschuldigung, wo waren wir? Richtig. Nun werden die Medien zu Staatspropagandazwecken instrumentalisiert, was unter anderem daran zu erkennen ist, dass auf deutschen Fernsehsendern niemals, absolut niemals regierungskritische Äußerungen getätigt werden. Wir bitten Sie nun, Ihre Mobiltelefone während der gesamten Vorführung auszuschalten. Lehnen Sie sich zurück und viel Spaß bei dem folgenden, in keinster Weise ironisch gemeinten Film. Herzlich willkommen unsere EU-Parlamentarierin Beatrix von Storch. Deutschland ist am Abgrund. Eine Obergrenze von minus 200.000 im Jahr. Das muss unsere Zielmarke sein und nichts anderes. Die deutsche Einheitspartei AfD kontrolliert die Menschen dieses Landes und setzt alles daran, den Anschein zu erwecken, es gebe keinen anderen Weg. Keine andere Möglichkeit, keine Alternative. Doch, die gibt es. Die AZ-AfD. Die Alternative zur Alternative für Deutschland. Die Partei, die sich traut, die Wahrheit zu sagen. Entgegen aller Märchen von der Lügenpresse und staatlich kontrollierten Medien, welche die AfD vehement versucht zu propagieren, haben wir zweifelsfreie Beweise gefunden, die etwas vollständig anderes aufzeigen. Wir haben in mehreren bedeutenden Fällen handfeste Evidenzien, welche zeigen, dass deutsche Medien vorsätzlich die Wahrheit gesagt haben. Wir wissen sogar von einigen noch schwerwiegenderen Vorfällen, in denen Straftaten, die von Ausländern verübt worden sind, vollkommen richtig aufgeklärt worden sind. Und die Presse hat anschließend sogar darüber berichtet. Ich meine, wo sind wir denn hier? Nordkorea oder was? Doch dies muss sich nun ändern. Darum sagen wir von der AZ-AfD, starten wir das Asylchaos. Sofort. Denn der Islam gehört zu Deutschland. Immerhin haben wir Deutschen beim Bekämpfen von Feinden der Muslime schon immer mächtig Gas gegeben. Angesichts dessen unterstützen wir von der AZ-AfD auch die Perfida-Bewegung, die perfiden Europäer für die Islamisierung des Abendlandes. Natürlich unterstützen wir Perfida. Diese tapferen Menschen sehen nun einmal die wahren Probleme in diesem Land. Beispielsweise, dass wir nun einfach mal unsere Innengrenzen sichern müssen. Und zwar konsequent. Wenn es im Einzelfall vonnöten sein sollte, dann müssen wir natürlich auch auf Deutsche schießen, die mit ihrer unmenschlichen Gier auf ein besseres Leben jeden Tag unsere Grenzen überrennen. Ich meine, wir sind nun einmal das Sozialamt der Welt. Da heißt es, unser Volk zuletzt. Diese wahrhaftigen Worte stammen von Herrn Böcke, Mitglied der AZ-AfD. Die Partei, die den Mut zur Wahrheit hat. Jedoch solche Charakterstärke zu zeigen, überfordert so manch einer. So haben sich auf der mühevollen Suche nach Anhängern für den Wahlkampf unserer aufrichtigen AZ-AfD nicht alle als reif für die Wahrheit erwiesen. Diese Leute von der AZ-AfD, also die sind mir viel zu radikal. Die haben sie doch nicht mehr alle. Ich pack das nicht. Mit diesen Spinnern will ich nichts zu tun haben. Die sagen Sachen, da könnte man glatt explodieren. I'm standing behind the glorious AZ-AfD in Germany. Because there must immer somebody brave sein, who has the mood to say the Wahrheit. You, we all Americans, have to see that we have a recent problem with Americana that go to Mexico and clown ihre Jobs and vergewaltigen Mexican women. The Germans had once auch a problem like this. Then your solution was easy, just taking a shower. But I will build the wall, and this wall will be huge. Dies sagte Donald Trump, der Mann, der den Traum jedes Amerikaners lebt, welcher darin besteht, einen Haufen Geld ohne Arbeit zugesteckt zu bekommen. Jedoch besitzt dieser Mann zumindest das Rückgrat, hinter der AZ-AfD zu stehen.
Mit dieser Partei kommen nur sehr wenige klar. Denn wir sind nicht wie die AfD. Wir kümmern uns nicht um Political Incorrectness, sondern wir sprechen einfach aus, was das einfache Volk ohnehin denkt. Das schätzen auch unsere Wähler. Also ich habe jetzt schon wieder gehört, dass so ein scheiß Deutscher ein kleines syrisches Flüchtlingskind gefressen hat. Man sagt ja sogar, die vergewaltigen syrische Schafe, scheiß Deutsche. Oh, das brauche ich noch. Also mir gefällt die AfD einfach, weil im Gegensatz zur AfD sagen die ja nicht wirklich, was sie meinen und haben keine Angst davor, irgendwie verfassungskonform oder gar ausländerfreundlich zu wirken. Also ich bin ja jetzt echt kein Ausländer, aber man muss schon mal sagen, diese Deutschen vermehren sich wie Insekten oder Bakterien. Ich weiß, das sagt man nicht. Sofort gilt man als Ausländerfreund oder Antirassist. Aber irgendjemand muss es sich ja mal trauen, sagt ja sonst keiner. Wird man sofort in die linke Ecke abgeschoben. Ja, das stimmt in der Tat. Wir sind im Besitz von präzisen Daten, mit deren Hilfe wir belegen können, dass in Gebieten, in denen mehr Deutsche wohnen, auch die Kriminalitätsrate höher ist. Woher haben Sie diese Daten? Deine Mutter? Was? Deine Mutter. Das Deutsche Inländerkriminalitätserhebungsamt mit unter Umständen deutsche diskriminierenden Arbeitsbedingungen. Deine Mutter? Deine Mutter, sage ich doch. Das und nur das ist die Wahrheit. Entgegen aller Bestrebungen der AfD die Sachverhalte zu ihren Gunsten umzudrehen. Sie sehen, die wahren Verbrecher sind immer die Deutschen. Dies bestätigt uns auch ein fachkundiger Experte für deutsche Kriminalität und das Öffnen von Briefumschlägen ohne Beschädigung, Dr. Müller vom Mennerhofer Institut. Meine umfangreichen Untersuchungen kommen eindeutig zu dem Ergebnis, dass wir, wenn wir die derzeitige globale Migrationspolitik beibehalten, unweigerlich auf eine demografische Katastrophe zusteuern werden. Denn über kurz oder lang werden wir dann den Punkt erreichen, dass 50% aller, und damit meine ich wirklich 50% aller Ausländer, deutsch sein werden. Diesen ernsthaften Problem hat unsere Parteiführung unter Führung der führenden Führer unseres Führungsgremiums schon bei ihrem letzten Parteitag furchtlos ins Auge gesehen. Wer hat den Deutschen an den Rhein gebracht? Solche widerwärtigen Menschen müssen vernichtet werden auf dieser Welt. Dafür müssen wir den Lebensraum im Osten für das deutsche Volk sofort an Polen abtreten. Wenn solche Menschen weiterleben, entspricht das nicht dem Willen des Universums. Wir erklären dem Deutschen bis zur vollständigen Vernichtung den Krieg. Wollt ihr den totalen Krieg? Wir sind der Überzeugung, dass jeder anständige Bürger sein eigenes Land aus tiefster Seele hassen sollte. Ein jeder sollte das deutsche Volk verachten. Die Deutschen sind die Unterrasse. Ihr Blut gefährdet alle hohen Rassen dieser Welt. Also denken Sie das nächste Mal genau darüber nach, wenn Sie an der Wahlurne stehen und sich der zweitschwersten Entscheidung im Leben eines deutschen Staatsbürgers nach extra Käse oder nicht stellen müssen. Schon wieder AfD? Schon wieder diese eingestaubte, alte Volkspartei? Nein! Sie brauchen eine Alternative! Sie brauchen die AZ-AfD. Lobgedicht. Clever, mutig, effizient ist Erdogan der Präsident. Er respektiert die Frauen und deren Rechte und auch für Kurden will er nur das Beste. Und es schaut Chuck Norris jeden Abend unters Bett, ob sich Erdogan darunter versteckt. Christen mag er sowieso und auch die Juden macht er froh. Den Genozid an Armeniern sieht er nicht ganz so dramatisch. Ach, ist dieser Mann nicht einfach sympathisch. Auch auf Freiheiten von Frauen legt er viel Wert, denn die reichen von der Waschmaschine bis zum Herd. Sex mit ihm genießen Frauen scheinbar immer aufs Volle, denn alle gaben danach immer doppelt so viel Wolle. Eine Mutter Teresa, nur ein Schöner, ist der Präsident aus dem Land des Döner. Und dabei muss man eines über ihn noch sagen, dieser Mann hat sich bestimmt nicht hochgeschlafen, denn auf dem Weg in Türkeys Chefetage gibt es vieles, doch keine Schafe. Da darf man natürlich niemals etwas Schlechtes über ihn sagen und die, die es tun, die sollte man sofort verklagen. Und er hasst die Russen, diese wilde Meute, denn die zerbomben seine Dschihadistenfreunde. Wladimir Putin macht sich schon ins Hemd vor Recep Erdogan, dem türkischen Präsident. Der, wenn man mal die Wahrheit nicht vergisst, schon ein klein wenig unfreundlich ist.
Dieses Video entspricht nicht unserem Anspruch an Satire. Darauf wies uns die Bundesregierung hin, mit Verweis darauf, dass aufgrund diverser außenpolitischer Umstände, wie etwa dem Totalversagen von 28 Staaten, die Verteilung und Versorgung einer Menschenmasse, die 0,5% ihrer Bevölkerung entspricht, zu bewerkstelligen und dem darauffolgenden Einführen des Kopfes der deutschen Regierung per Rektum in den Darmbereich Erdogans nun die türkische Auslegung von Meinungs- und Pressefreiheit anzuwenden sei. Wir bitten um Ihr Verständnis.